Guten Abend und herzlich willkommen in der Böll-Stiftung. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, ich freue mich über Ihr Interesse an dem zweiten Teil einer kleinen Reihe, die wir im letzten Jahr begonnen haben, auf der Suche nach der grünen Erzählung. Also die Frage, welche programmatische Geschichte und welche Geschichten haben die Grünen zu erzählen, um ihre politischen Botschaften zu kommunizieren? Das ist sowohl eine Frage nach dem Wie, aber vor allem natürlich eine Frage nach dem Was, nach der Substanz und nach der Weiterentwicklung von grüner Programmatik und Politik. Auch wenn es bestimmte Konstanten und Grundwerte gibt, die im Grunde es von der Gründung der Grünen bis heute tragen, ist grüne Politik doch nichts, was man in eine Konservendose stecken und ein für alle Mal bewahren könnte, sondern was sich ständig weiterentwickeln muss, so wie sich auch die Gesellschaft und die internationale Politik ständig verändert. Diesmal also die Grünen und die ökosoziale Frage. Dass es grüner Politik ganz zentral um das Ökologische und das Soziale geht, also einerseits um das Verhältnis zur Natur und auf der anderen Seite zur Art und Weise des gesellschaftlichen Zusammenlebens, leuchtet, glaube ich, den meisten spontan ein. Das verbindet man mit den Grünen. Nimmt man noch die demokratische Frage dazu, soziale Teilhabe, Mitbestimmung, Bürgerrechte, Rechtsstaatlichkeit, hat man das magische Dreieck grüner Politik zusammen. Traditionell kommt noch, wer die Geschichte der Grünen kennt, weiß das, ein vierter Eckpfeiler dazu, zivile Konfliktlösung als Maxime internationaler Politik, wie des eigenen Handelns, auch wenn Gewaltfreiheit spätestens seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr als radikaler Pazifismus definiert wird. Und ich möchte doch die Gelegenheit nutzen, zu sagen, dass in diesem Begriff Gewaltfreiheit, der eine der Grundsäulen der Programmatik der Grünen bei ihrer Gründung war, auch eine Selbstverpflichtung steckte. Das ging nicht nur um Antimilitarismus, sondern es ging um Gewaltfreiheit als politische Methode. Und das ist eine Errungenschaft einer zivilen politischen Kultur, daran muss man nochmal erinnern, auch angesichts der gewaltsamen Auseinandersetzungen, die vorgestern in Frankfurt stattgefunden haben. Zwischenzeitlich gab es immer mal wieder Anläufe, diesen Kanon grüner Grundwerte neu zu definieren oder zu erweitern. Prominente Beispiele sind der erweiterte Gerechtigkeitsbegriff des Grünen Grundsatzprogramms sowie der Versuch, grüne Politik um die Achse Selbstbestimmung respektive Freiheit zu zentrieren. So richtig hat das meinem Eindruck nach aber bisher jedenfalls nicht verfangen. Und es ist ein lohnendes Unterfangen, sich auch mit dem Spannungsverhältnis von Ökologie und Freiheit genauer zu befassen. Denn Ökologie ist ja keineswegs per se eine freiheitliche Angelegenheit. Sie kann ganz unschön autoritär daherkommen, immer unter Berufung auf die Rettung der Menschheit vor dem drohenden Untergang und auf die unerbittliche Logik biophysikalischer Prozesse. Mit dem Klima lässt sich nicht verhandeln, wie es im Jargon des ökologischen Naturalismus heißt. Will sagen, der Klimawandel diktiert uns, was wir zu tun und zu lassen haben, basta. Aufgabe der Politik ist es, umzusetzen, was die Naturwissenschaften vorgeben, um die Erderwärmung in erträglichen Maßen zu halten. Man könnte ein solches Denken auch Sachzwangpolitik in Grün nennen. Ihr naheliegendes Instrumentarium sind dann Verbote, Gebote und Verordnungen. Und je mehr die Erderwärmung voranschreitet, desto weniger können wir aus dieser Logik auf Aufklärung und Freiwilligkeit setzen. Dann muss der Staat das Notwendige verordnen.
Wie passt diese Logik mit einer Politik der Freiheit und Selbstbestimmung zusammen, wenn unter Freiheit mehr verstanden wird, als, um einen marxistischen Klassiker zu zitieren, nämlich Friedrich Engels, die Einsicht in die Notwendigkeit? Die Antwort auf diese Frage hängt eng mit unserem Verständnis ökologischer Politik zusammen. Die Natur oder eben auch die Ökologie als Lehre von den Naturkreisläufen ist für sich noch keine normative Kategorie, aus der eine bestimmte Politik folgen würde. Sie wird es erst mit Bezug auf die menschliche Zivilisation, womit wir wieder bei der sozialen Frage und bei unserem Verständnis von Freiheit und Gerechtigkeit sind. Und auch ökologische Politik dreht sich immer um Alternativen. Die Behauptung, dieses oder jenes sei alternativlos, ist das Ende von Politik. Mit der Kombination von sozial und ökologisch tun wir, die Grünen, uns leichter, zumindest auf den ersten Blick. Während der Freiheitsdiskurs unter latentem Neoliberalismus Verdacht steht, fühlen sich die Grünen pudelwohl, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht. Als langjähriger Teilnehmer an Grünen Parteitagen hat man manchmal den Eindruck, dass vielen das soziale Hemd näher sitzt als der ökologische Rock. Bei Debatten um das bedingungslose Grundeinkommen, um Hartz IV oder Umverteilungspolitik gehen die Emotionen hoch. Soziale Grundsicherung und der Ausbau von Kitaplätzen sind Herzensthemen der Partei. Und Öko sind wir ja sowieso. Tatsächlich gibt es gute Gründe, beides zusammenzudenken. Eine ökologische Politik, die das Soziale aus den Augen verliert, hat keine Chance auf Mehrheitsfähigkeit. Und eine Sozialpolitik, die nicht die Dimension ökologischer Nachhaltigkeit einbezieht, ist auf Sand gebaut. Auch können alle, die im Gerechtigkeitsdiskurs einigermaßen geschult sind, aus dem Stand heraus begründen, weshalb Ökologie eine Gerechtigkeitsfrage ersten Ranges ist. Es geht erstens um die gleichen Lebenschancen künftiger Generationen, also um Generationengerechtigkeit. Zweitens um einen gerechten Ausgleich zwischen dem hochindustrialisierten Norden, der bisher den Löwenanteil natürlicher Ressourcen konsumiert und den Löwenanteil an Emissionen produziert hat, sowie den Entwicklungsländern, die am stärksten unter Klimawandel und anderen ökologischen Krisen leiden. Drittens hat die ökologische Frage auch eine innergesellschaftliche Gerechtigkeitsdimension. Auch hier sind es die sozial Unterprivilegierten, die am stärksten unter den Folgen des ökologischen Raubbaus leiden. Sie wohnen in der Regel in den Gegenden mit der höchsten Luftverschmutzung und dem meisten Verkehrslärm. In ihrer Nachbarschaft finden sich Mülldeponien und Kohlekraftwerke. Sie haben am wenigsten die Möglichkeit, den Umweltbelastungen vor Ort zu entkommen, sei es durch Flucht in ferne Urlaubsparadiese oder durch Umzug in Quartiere, in denen die Welt noch in Ordnung zu sein scheint. Also alles in schönster Harmonie zwischen ökologischen und sozialen Anliegen? Nicht ganz. Ab und zu stolpern wir doch über die latenten Konflikte, die zwischen beiden Sphären bestehen. Ein Beispiel war die berühmte Forderung des Magdeburger Parteitags von 1998, den Benzinpreis schrittweise auf 5 D-Mark pro Liter zu erhöhen. Das war noch in Vor-Euro-Zeiten. Geht man nach der reinen Lehre, wonach die Preise gefälligste ökologische Wahrheit zu sagen haben, war diese Forderung völlig gerechtfertigt. Aber der Sturm der Entrüstung, der daraufhin nicht nur von der Bild-Zeitung angefacht wurde, sitzt der Partei bis heute in den Knochen. Sie ist seither auf ihrem ureigenen Feld einer ökologischen Steuern- und Abgabenpolitik sehr vorsichtig geworden. Offenkundig besteht zwischen ökologischen und sozialen Anliegen eben doch keine prästabilisierte Harmonie. Das zeigt sich auch an anderen Beispielen. Treibt man etwa die Forderung nach ökologischer Gebäudesanierung über das rentierliche Maß hinaus, bei dem die erforderlichen Investitionen durch eingesparte Heizkosten amortisiert werden, treibt man damit die Mieten hoch oder jagt einen relevanten Teil der Hausbesitzer auf die Barrikaden. Die Spannung zwischen Ökologie und Sozialem hat viele Facetten.
Das gilt auch für die grüne Erzählung von gesunder Ernährung und biologischer Landwirtschaft. Sicher, man kann sich ökologisch vorbildlich und dennoch preisgünstig ernähren, wenn man auf Fleisch verzichtet und dem Rhythmus der Jahreszeiten folgt, sich also auf saisonale Produkte aus der Region beschränkt. Dann fallen auch die höheren Preise für Ökolebensmittel nicht ins Gewicht. Aber gerade das gilt in den ärmeren Bevölkerungsschichten als Zumutung. Es sind vor allem die gut verdienten akademischen Mittelschichten, die im Bio-Supermarkt einkaufen und die Vorzüge einer kulinarisch anspruchsvollen Ökoküche entdeckt haben. Eben das postmaterielle Milieu, das die grüne Stammwählerschaft bildet. Wer also den Grünen empfiehlt, sich als Partei der gesunden Ernährung zu profilieren, muss sich zumindest über den sozialen Bias Gedanken machen, der diesem Thema anhängt. Das gilt auch für die neuerdings wieder sehr beliebte Postwachstumsdebatte, die im Wirtschaftswachstum die Wurzel allen Übels sieht. Abgesehen davon, dass die Forderung nach Degrowth, nach Schrumpfen der Ökonomie, voll in der quantitativen Logik bleibt, also die zentrale Frage nach der Art und Weise industrieller Produktion, Energieerzeugung, Mobilität, Städtebau verfehlt, sie führt auch unvermeidlich in Konflikt mit sozialen Anliegen. Wen wundert es, dass die Mehrheit der Bevölkerung empfindlich reagiert, wenn sie den Eindruck hat, die Ökos wollten ihnen den Billigurlaub im Süden verkümmeln, das Autofahren immer teurer machen oder gar strikte Regeln aufstellen, wie viel Wohnfläche pro Kopf erlaubt ist, um den Flächen- und Energieverbrauch einzudämmen. Woher kommt es wohl, dass die Industriegewerkschaften nicht auf den Postwachstumsdiskurs aufspringen? Sie können sich eben nicht leisten, zu ignorieren, dass in einer dauerhaft schrumpfenden Ökonomie auch das Beschäftigungsniveau, die Einkommen und Renten sinken werden. Und das löst bei ihren Mitgliedern zu Recht Sorgen aus. Auch die grünen Forderungen nach einem Ausbau des Sozialstaats, nach mehr Geld für die Bildung und höheren Investitionen in die öffentliche Infrastruktur passen nicht recht zu einer Anti-Wachstumspolitik. Steigende Staatsausgaben und sinkende Wirtschaftsleistungen gehen auf Dauer eben nicht zusammen. So viel programmatische Klarheit muss sein. Wie man auch immer zu diesen Fragen steht, je stärker wir die ökologische Transformation der Wirtschaft, des Energiesystems oder des Städtebaus vorantreiben, desto mehr Gedanken müssen wir uns über die sozialen Wechselwirkungen machen. Welche Verteilungswirkungen haben zum Beispiel höhere Ressourcensteuern und wie können wir gegebenenfalls steigende Kosten für die ärmeren Bevölkerungsschichten kompensieren? Anderes Beispiel, wenn das Autofahren teurer wird, braucht es erst recht ein erschwingliches, modernes Verkehrsangebot und gut ausgebaute Radwege in der Stadt. Und wenn es um die Energiewende geht, müssen wir darauf achten, dass die massive Kostendegression bei Solar- und Windenergie und die sinkenden Börsenstrompreise auch bei den privaten Haushalten ankommen. Verteilungsgerechtigkeit ist wichtig, um Akzeptanz für ökologische Veränderungen zu schaffen. Aber sie kann sich nicht in der gerechten Verteidigung des Weniger erschöpfen. Wir sollten den ökologischen Umbau der Industriegesellschaft deshalb nicht als eine Geschichte von Einschränkungen, von Verzicht und Verboten erzählen, sondern als eine Fortschrittsgeschichte, die auch neue Chancen für sozialen Aufstieg, zukunftsfähige Jobs und nachhaltigen Wohlstand eröffnet. Nur so können wir eine breite Allianz für den ökologischen Wandel bilden, die auch diejenigen mitnimmt, die nicht im Wohlstand schwimmen. Zu guter Letzt möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diesen Kongress möglich gemacht haben, vor allem bei Peter Siller, dem Leiter unserer Inlandsabteilung, Michael Stomjenke, Dorothee Schulte-Basta, unserem Tagungsbüro der Öffentlichkeitsarbeit, war eine famose Vorbereitung und ich hoffe auch auf einen tollen Kongress. Vielen Dank.